Darf man Gebetsplatz reservieren, wenn man kommt und dann weg? Darf man Gebetsplatz reservieren? Nein. Außer eine Person ist rechtzeitig gekommen, hat sich in die erste Reihe gesetzt. Und vor dem Gebetsbeginn muss er auf Toilette. Dann lässt er zum Beispiel eine Jacke da und geht und kommt wieder. Warum? Er war schon auf dem Platz. Aber heutzutage haben wir, mashallah, Abu Mu'min. Abu Mu'min kommt als Letzter und steigt über die Köpfe der Leute und droht ihnen noch. Ich gehe vorne. Ja, subhanallah. Er will eine gute Tat machen mit Unf, mit Gewalt, mit einer üblen, schlechten Art. Das ist nicht vom Islam. Und dann haben wir Leute, die zanken sich immer in der ersten Reihe. Schaut mal, die wollen den Lohn und kloppen sich fast. Ja, wie beim schwarzen Stein. Kung Fu ohne Schuh. Kennt ihr, ja? Die fangen an, sich zu prügeln, um den schwarzen Stein zu küssen. Und wenn sie ihn küssen, was ist das vom Urteil her? Belegte Tat. Manche beten ja nicht, ja? Die sind nur beim Hajj, wenn sie beim Schwarzen, dann küssen sie den Stein. Er sagt, diese Tat muss sein, aber er betet nicht. Fast nicht. Ja, das ist das Missverständnis von einigen Leuten. Wir haben noch drei Fragen und dann werden wir entscheiden. Bitte.